Wer mit mir fährt, der bekommt jede Menge Süßigkeiten und darf seine Musik so laut hören, wie er will. Das sagt der wohl am besten gelaunte Taxifahrer der Welt. Warum er seine Gäste immer verwöhnt, hat allerdings einen ernsten Hintergrund, wie Christopher Mell ihn jetzt zeigt. Wenn es in New York dunkel wird, gibt Mansur Khaled Gas. Er bietet seinen Gästen was ganz Besonderes. Oh my God! In ganz New York machen wir Bo-Boom, genießt es! Karaoke singen, die eigene Musik anschließen und jede Menge Süßigkeiten. Mansur bietet das volle Programm. Das macht so Spaß, du machst den Leuten hier damit so viel Freude. Ich wünschte, alle Taxis wären so. Ich habe gar nicht mitgekriegt, wie schnell die Zeit rumging. Genial, die beste Taxifahrt überhaupt. Ich mag es, Geschenke zu machen. Dann fühle ich mich gut, sehr gut sogar. Mit ein paar Süßigkeiten habe ich angefangen. Dann wurde es immer mehr. Jetzt ist es ein riesiges Spaßtaxi. Die New Yorker lieben den 37-jährigen Mansur und er liebt es, die Menschen glücklich zu machen. Wenn Leute lächeln, ist das für mich das größte Geschenk. Gerade hier in New York gibt's das ja eher selten. Ein Lächeln zu bekommen, ist doch die schönste Sache auf der Welt. Und das ist wichtig für ihn, denn es lenkt ihn ein wenig von dem ab, was vergangenes Jahr passiert ist. Meinem Sohn ging es sehr schlecht. Nachdem er 2 Monate um sein Leben gekämpft hat, ist er schließlich gestorben. Gerade mal 18 Monate ist sein Sohn Saad alt, als er an einer Herzerkrankung im April vergangenen Jahres stirbt. Doch anstatt zurückzuschauen und in Trauer zu versinken, schaut man so nach vorne und erfindet das Candy Cap. Das Leben ist sehr kurz, keiner lebt ewig. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Zeit, die wir noch haben, dass wir die wirklich genießen. Regelmäßig besucht Mansur aber noch das Krankenhaus, in dem sein Sohn gestorben ist. Hier spürt er seine Nähe und das gibt ihm Kraft. Ich sehe immer das Licht am Ende des Tunnels und deswegen hoffe ich, dass ich früher oder später noch viele Kinder haben werde. Da drücken wir ihm die Daumen.